Wow. Braucht diese Menschheit weitere How-to-Tutorials aus dem Kochbereich von einem Hobbykoch? Glasklares Nein. Ich mache sie aber trotzdem, weil ich von meinen Kindern dazu ermuntert wurde. Die wollen alles nachkochen, die haben Freundinnen und Freunde, die Basics brauchen. Und wenn ich nur einen von denen dazu motivieren kann, selber zu kochen, ist es mir das wert. So, heute gehe ich doch noch mal auf Schnitttechnik ein, nämlich auf besonderen Wunsch von, hallo Lukas, der sich gewünscht hat, dass ich auch mal auf das chinesische Kochmesser eingehe. Weil das letzte Mal Schnitttechnik, Griffhaltung und so weiter, wie komme ich unverletzt durchs Kochen? Beim Schneiden habe ich anhand eines normalen Kochmessers gemacht und es ist mir jetzt durch den Hinweis von Lukas auch aufgefallen, dass ich das chinesische Kochmesser tatsächlich komplett anders halte. Die Schnitttechnik, das kann ich vorwegnehmen, ist die gleiche. Aber der Griff ist komplett anders. Ne? Darauf gehe ich jetzt gleich ein. Und jetzt machen wir erstmal ein paar Trockenübungen. Ich greife das chinesische Kochmesser tatsächlich so. Der Zeigefinger ist komplett auf der Klinge. Die anderen drei Finger sind ganz vorne am Griff. Und den hinteren Teil des Griffes, den bräuchte ich gar nicht sozusagen. Aber natürlich ist das für die komplette Balance des Messers notwendig. Und der Daumen ist auch auf der Klinge. Das hätte ich so gar nicht wahrgenommen. Das ist also tatsächlich, und diesen Griff verlasse ich nie, egal was ich mit dem Messer mache. Ob ich so schneide, so schneide, so schneide, das ist völlig egal. Ja? Vergleich nochmal, was ich letzte Woche gezeigt habe. Also hier dieses mit dem Kochmesser, das habe ich so. Also natürlich nicht so, sondern hier habe ich den Zeigefinger hier hinten und schneide so. Ja? Hier habe ich auch den Daumen auf der Klinge, das ist schon korrekt. Ja? Und greife auch ziemlich weit vorne. Aber es unterscheidet sich doch ziemlich eindeutig von der Haltung des chinesischen Kochmessers. Ja? So, ich werde jetzt gleich mal einmal kurz nochmal trocken das zeigen und ansonsten werde ich mehrere Szenen aus vorhandenen Videos zusammenschneiden, wo ich mit dem Messer alles Mögliche geschnitten habe. Fleisch, Gemüse, Kräuter gehackt und so weiter. Und da kann man dann ganz klar erkennen, wie ich damit umgehe. Ja? Dann gehen wir mal weiter in diesem Video. So, hier ganz kurz nochmal die Trockenübung. Also so greife ich, ja. Egal, was ich damit mache. Und dann muss ich natürlich, deswegen sage ich, die Schnitttechnik ist nicht anders, nicht wirklich. Ich muss ja meine Hohlhand, meine Kralle machen und dann bin ich hier, schneide ich hier, egal, was ich damit mache. Und ich behaupte, dass man mit dem chinesischen Kochmesser noch viel ungefährlicher unterwegs ist als mit jedem anderen Messer, weil ich kann hier gar nicht verhakeln oder so. Das chinesische Messer ist eigentlich noch viel sicherer. Gewöhnungsbedürftig ist natürlich die Klobigkeit, aber wenn man das einmal drauf hat und sich dran gewöhnt hat, wird man die anderen Messer gar nicht mehr anfassen. Ja? Also ganz normal diese Schwingbewegung, das ist ganz wichtig. Ja? Immer schwingen und auch das Messer nach vorne und nach hinten bewegen, um auch zum Beispiel Paprika und Peperoni schön durchzuschneiden. Ich zeige das gleich im Zusammenschnitt. Ja? Okay. So, ein paar Beispiele. In Echtzeit sozusagen, hier schneide ich mit dem chinesischen Kochmesser Chorizo. Die Haltung ist immer die gleiche, das habe ich ja eben schon gesagt, da ändert sich nichts. Hier sieht man schön mit der rechten Hand, was bei einem Rechtshänder dann natürlich die linke ist, dieser Krallengriff. Und da kann nichts passieren.
Lass das schön in Ruhe mal weiterlaufen, damit sich das jeder ganz in Ruhe angucken kann, wenn er das nachempfinden will. Und uns folgen jetzt noch mehrere Minuten einige Beispiele in epischer Breite. Das kann man ja vor- und zurückspulen, wie man will. So, jetzt mal Knoblauch, dass man in der Hälfte durchschneiden. Und dann in Streifen schneiden zum Beispiel. Es gibt nachher noch andere Schnittbeispiele mit Knoblauch. Auch hier immer schön dieser Krallengriff. Das Prinzip ist eigentlich immer das gleiche. Also die Schnitttechnik als solche, das habe ich ja eben schon erwähnt, ist im Grunde genommen nicht durch die Art des Messers beeinflusst, sozusagen. Ich muss immer den Krallengriff machen und die Knöchel hier vorne als das Vordergründige haben. Ich finde nur, dass es mit dem chinesischen Kochmesser besonders einfach ist. Das ist ja die Krux. Wenn man das erste Mal in der Hand hat, dann denkt man, um Gottes Willen, wie soll ich damit jemals irgendetwas schneiden, ohne mir die Hand abzuhacken? Das ist total easy. Man muss sich halt tatsächlich an die Klobigkeit gewöhnen. Das ist, glaube ich, die Umstellung, wenn man sonst andere Messer gewohnt ist. So, hier schneide ich mal Rotkohl. Knoblauch häuten. Also keine Scheu, damit auch an kleine Sachen dran zu gehen. Das ist. Man darf halt mit dem Messer nicht hektisch werden oder so. Das kann schon mal in die Hose gehen, würde ich sagen. Also einfach ganz normal in Ruhe das Messer benutzen und dann ist dieses riesige Messer von der Handhabung her sensationell. Ich schneide fast gar nichts mehr oder fast nichts mehr mit einem anderen Messer als diesem chinesischen Kochmesser. Hier mal das Beispiel Zwiebeln in Streifen zu schneiden statt in Würfel. Jetzt hier mal ein Beispiel Peperoni. Hier ist eben diese Schwungtechnik auch wichtig, um das Messer auch wirklich auf dem Brett vor und zurück zu bewegen, damit ich eben auch die Haut dieser Peperoni wirklich schön durchschneide. Das funktioniert nur, wenn ich nicht nur schwinge, sondern auch das Messer vor und zurück bewege. Und wie man sieht, die andere Hand ist ganz in Ruhe mit diesem Krallengriff, da kann nichts passieren. Aber jetzt hier mal ein Beispiel: Fleisch zu schneiden. Ne, wie gesagt, es gibt nichts, was man mit dem Messer nicht machen kann. Ja, das ist dem Beispiel jetzt, glaube ich, ja klar, doch, das ist Lammhüfte. Schneidchen Streifen. Naja, gibt es noch ein Beispiel mit Hähnchenbrust, die ich auch klein hacke und so weiter. Tja. So, das nächste Beispiel ist Kräuterhacken, auch schön. Da im Grunde genommen das gleiche Prinzip, die Haltung ändert sich keinen Millimeter und die andere Hand ist natürlich auf dem Messerrücken und dann kann ich da hacken, bis der Arzt kommt, da passiert nichts. Das geht mit dem Chinesischen natürlich sensationell, also das ist, ja, also ich
kann es nur wiederholen. Ich mache mittlerweile so gut wie alles mit dem Messer, wenn man sich an die Größe und die Schwere, das Messer ist auch recht schwer, gewöhnt, hat, dann das sensationell. Wenn einem die anderen Messer wie Spielzeuge vorkommen. So, jetzt hier mal das Beispiel, wo ich Hackfleischbällchen aus Hähnchenbrust gemacht habe. Hab ich erstmal hier so die Sehnen weggeschnitten. Total easy. Geht dem Messer genauso mit anderen Messern im Gegenteil noch besser. Ist auch so super scharf ist. Man muss halt vorsichtig sein, ne? So, dann habe ich das erstmal in größere Würfel geschnitten und dann habe ich mich so peu à peu an das Hackfleisch rangetastet mit der gewünschten Konsistenz. Also ich habe das tatsächlich mit dem Messer gehackt sozusagen, bis es die Feinheit hatte, die ich mir für die Hackfleischbällchen gewünscht habe. Ganz einwandfrei. Wie man hier sieht. Ne? So, und dann, das kennt man von dem Haupttrailer, den ich immer habe, jetzt mal das Beispiel, mehrere verschiedene Sachen damit zu schneiden. Das ist jetzt Pancetta, dann nochmal Peperoni geschnitten, das ist ein bisschen beschleunigt, Knoblauch, häuten und dann schneiden. Dem Messer ganz einwandfrei. Die Führung ist auch sehr präzise. Also wie gesagt, ich wiederhole mich, dass wenn man sich einmal in das Chinesische gewöhnt hat, will man kein anderes mehr haben. So, gleich ist jetzt nochmal Zwiebeln und zwar in Würfel geschnitten, wo man also nochmal in der Mitte auch reingeht. Und am Schluss schneide ich den Staudensellerie in lange Streifen und dann Brunoise in kleine Würfel zu schneiden. Total easy. So, das war's. Wem das gefallen hat und wer mit dem Video was anfangen konnte, natürlich sehr gerne ein Like. Kanal abonnieren, wer es noch nicht hat, und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschö.